Guten Morgen, liebe Leiter vom Suchbrief. Ich war heute bei euch im Laden aufgrund dieses Artikel eben gepackt mit dem Teufel. Hat es mich etwas verrückt gemacht. Und das ist natürlich so, die leisten ganz tolle Arbeit und kostbare Arbeit. Und das hat auch eine faire Kritik verdient. Nicht, wenn man Kritik bringt, das darf man. Aber dann muss man auch fair bleiben. Und dann ist es auch gut, Kritik ist gesund. Es ist auch wichtig, dass man mit Kritik auf eine gesunde Art umgeht. Was ich heute Morgen gemacht habe, war nicht so fair. Es war relativ unfair und gemein. Da möchte ich mich bei euch entschuldigen dafür. Für das, was ich heute Morgen auf eine unfaire Art im Zorn gesagt habe. Zorn ist nie gut, Zorn ist nicht das, was Gott will. Da kommt es nicht gut, wenn man so Kritik bringt. Und doch, das Wort ist nicht immer angenehm. Aber es tut meistens weh, auch mir. Auch ich habe keine Freude, wenn ich auf der Straße etwas einen Input bringe und dann einer sagt, erzähl nicht so einen Seil, ich kann arbeiten. Das tut mir auch weh. Und das tut euch weh, das tut mir auch weh. Das geht uns allen so. Auch ich bin Leiter. Ich habe ein Hilfswerk, so wie der auch. Und wenn einer Karren fährt, das ist brutal und tut weh. Nachdem er so viel geleistet hat, geht mir genau gleich. Es ist zum Brüllen, ich weiss es. Und doch, Kritik ist wichtig, auch wenn einer zu mir kommt und sagt, erzähl mir so einen Seich nicht. Zuerst mal sagt man, du schlug halt Schnur und verreist. Logisch, so wie du uns heute auch reagiert hast, ist auch die Reaktion, absolut. Danke, dass du reagiert hast. Und doch, man muss es mit Humor nehmen, nicht? Und wir alle schon irgendwo auch, in dem ich auch als Leiter. Und irgendwo muss man Kritik doch auch ernst nehmen. Bitte, das, was ich heute Morgen gesagt habe, die sind einfach von euch raus, doch eine gesunde Abweisung, okay, macht das, sagt, ich bin ein Arschloch, bin ich auch manchmal, absolut. Das dürfen wir auch sagen, ich bin ein Arschloch, danke, das muss man auch sagen. Und doch bitte das, was ich euch probiere, also jetzt gibt mir wirklich Mühe und probiert es so, wie es halt geht, das zu Herzen nehmen und ernst nehmen, nicht, was ich auch sage. Ich komme von einer ganz anderen Seite her als dir, ich komme aus einem religiösen und spirituellen Kuchen. Meine Kritik ist natürlich spirituell begründet, wo ihr jetzt vielleicht nicht viel damit anfangen könnt. Und doch bitte nehmt es als gesunde Kritik und das, was für euch stimmt, probiert es so gut wie es geht, wenn ihr könnt, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nicht könnt, macht es nicht, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Bitte nehmt es ernst und probiert es mindestens ein bisschen umsetzen. Und da möchte ich mir jetzt auch Mühe geben, wirklich eine faire Kritik anzubringen. Nicht? Also vielleicht kurz zu mir, ist es witzig, ich bin ja der Bruder von der Ann-Kathrin, die kennen mich alle und ich bin nicht einer mit einer weißen Weste, ich bin einer, der neben Philibeck geschossen hat, wie wir mich jetzt auch erlebt haben in eurem Büro, nicht? Das ist bei mir eine alte Geschichte. Ich bin natürlich auch ein massiv verletzter Mensch. 16 Jahre Psychose gehabt, Spritze in den Arsch, Tabletten, du bist krank, du bist krank, du bist krank, Diagnose so und so und so und so. Du willst nicht nochmal ein Tablet nehmen, du kannst noch zusätzlich Medikamente nehmen und Angst, 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 ich werde nie mehr frei von dem Seich. Das war nicht die Hölle gewesen, aber es war eine ganz schlimme Zeit gewesen. Und wenn man so viel Angst hatte, dann ist man auch aus Angst, ist man dann auch schnell aggressiv, wenn man so viel Scheiße im Leben hat man sie tragen. Braucht man noch auch viel Heilung, dass man eben nicht mehr aggressiv ist, sondern eben auch auf eine demütige Art reagieren kann. Und da brauche ich noch viel Heilung von Gott, dass ich nicht so aus der Haut fahre, wie wir mich jetzt erlebt haben. Und ich kann es nicht selber machen. Ich habe eine schlimme Geschichte hinter mir, bitte vergebt mir, dass ich ab und zu so massiv aus der Haut fahren möchte, ich um Vergebung bitte, bitte. Es sind die Ängste, die ich jahrelang hatte, dass ich so schnell aus der Haut fahre. Und natürlich auch die Ungerechtigkeit, nicht, dass man von einem Psychiater zu dem, wie das auf Deutsch gesagt, verdammt wird. Und natürlich auch gezwungenermassen wegen der Mensch, ist auch nötig in dieser Zeit, aber heute immer noch, sie sind krank, hypoman und was weiß ich alles, also das Land als Rhinoceros bezeichnet wurde und auch wieder jetzt 2 Wochen im Bau von der Polizei verhaftet worden bin, für das ich betet habe auf dich neu und nur einfach meinen Schmerz rausgelassen habe am Rheinufer und irgendein Arschloch, Entschuldigung, lieber Gott,
Was ich sage, Arschloch ist kein Arschloch gewesen, ist ein ängstlicher Bürger gewesen, so wie wir alle unsere Ängste und unser Bürgerli auch haben. Wo der Polizei anruft, der 12. kommen sie auf den Brettchen, in den Boden ab, Handschellen. Und dann sagt man halt mal Kreuzigen, Entschuldigung, dass ich es jetzt dir in den Kopf geworfen habe, ich weiss nicht, deinen Namen gar nicht. Du hast es eigentlich nicht verdient, dass ich bei dir den Scheiß ablade. Der Scheiß gehört eigentlich nicht dir, der gehört in begrenztem Maß der Polizei, der Psychiater, wem auch immer. Es ist irgendwo niemand schuld. Wir sind alle so aufgewachsen und wenn einer spinnt, dann gibt man ihm halt in Gottes Namen ein Tablettchen. Kann ich uns etwas dafür? Und auch ich nicht. Irgendwo das Leben ist, wie es ist hart und jeder hat sein Bürgerli oder sein Kreuz oder wie man es auch immer will. Nicht. Und danke, dass ihr mir auch vergebt. Ich bitte auch darum, nicht? Und ich vergebe euch auch, nicht? Bitte lasst es einander vergeben und auch gesunden Diskurs bitte dann nicht ausweichen, sondern das irgendwo auch suchen. Weil, also suchen, es ist vielleicht auch mühsam manchmal, aber wenn man es nicht will, will man es nicht, dann muss man es auch nicht machen, aber wir haben es eigentlich beide Seiten verdient und weißt du, wir Christen, wir schiessen viel Böcke. Und oftmals sagen Christen für das auch nicht Entschuldigung. Nicht? Und da möchte ich mich bei euch auch für das entschuldigen, was Christen an euch für Böcke geschossen haben. Und auch, was man an den Schwulen für Böcke schiessen. Und ungerecht sind und lästerer und böse. Und wirklich lästerer, wirklich böse. Was alles für Unrecht geschieht von Seiten der Christen an den Homosexuellen. An was auch immer, was es für Heuchelei gibt in der Kirche. Das wäre ein riesen Kapitel, mit dem man nie fertig wird, was so alles für Heuchelei und für Scheissdreck läuft auf Seite von uns Christen, vom Bodenpersonal. Und logisch hat man das Gefühl, Gott ist auch so und ist auch eben so einer. Und das ist unsere Schuld als Christen. So wie du mir jetzt heute Morgen erlebt hast, Jesus ist nicht so, wie ich heute Morgen im Büro war, aber Jesus ist ein Vater. Und ein Vater kann auch mal einen kurzen Moment eine Standpauke durchgeben. Das ist ein guter Vater. Aber dann macht es einen kurzen Moment und dann nimmt er die eben in den Arm. Ein guter Vater lässt ihn mit der Standpauke nicht stehen. Das wird er eben in den Arm tun im nächsten Moment. Und das, ihr macht es super hart. Und irgendwann möchte ich euch auch in den Arm nehmen und euch sagen, das ist genial, was ihr macht. Aber ein guter Vater gibt auch mal eine Standpauke. Und beides gehört zu einem guten Vater. Ich bin nicht ein guter Vater, ich bin nur ein Vater gewesen, aber ich habe heftig auf die Kappen bekommen im Leben und darum kann ich auch, genauso wie ich einen Standpauke verteilen kann, ich auch in Arme heftig, weil ich selber heftig ausgepeitscht wurde im Leben, kann ich auch heftig in Arme, genauso wie ich auch heftig Standpauke verteilen. Weil auch, mein Herz ist kaputt, das ist ein Scherbenhaufen. Und der Scherbenhaufen Standpauke verteilen, aber der kann heftigen Namen in der Scherbenhaufen. Und es ist ein guter Vater, ich sage nicht, dass ich ein guter Vater bin, aber ich bin gar kein Vater. Irgendwo habe ich geholfen und Kind und da ist auch ein Haufen Schnuder rum, aber schon, die kennen das auch. Nicht? Und da ist mir irgendwo alles immer zerbrochen. Nicht? Die genauso wie ich und die Schäufel auf der Straße genauso wie wir alle. Nicht? Alle sind wir zerbrochen. Und also möchten wir zu der fairen Kritik. Nicht? Wenn ich jetzt, schau, ich bin Leiter, so wie dir auch. Und ich es hat mir niemand beigebracht, wie man Leiter ist. Ich bin nie in eine Ausbildung gegangen, ich habe nie Sozialarbeiter studiert. Mein Studium war Spritzchen nach, Tabletten rein, eine Stunde lang beim Psychiater hocken, das habe ich herausgefunden, das habe ich herausgefunden, das habe ich herausgefunden. Und meine Lehrer, ja, das ist gut, ja, das ist gut, ja, das ist gut, kommen Sie bitte in zwei Wochen wieder und zahlen Sie 600 Franken. Das waren meine Lehrer, die haben gesagt, ja, das ist gut, kommen Sie in zwei Wochen wieder und zahlen Sie 600 Franken. Dann hatte ich noch ein bisschen bessere Lehrer gehabt, die haben dann gepredigt und dann haben sie gesagt, aber du darfst nicht predigen, du kannst das nicht, du darfst nicht, du musst Folie legen. Und das habe ich dann auch gemacht, ich habe ein bisschen Gitarre und Folie gelegt. Und irgendwann hat es geheißen, du kannst das nicht, dir muss man das wegnehmen, du bist immer ein frecher Sieg, du musst dich 100-mal entschuldigen vor der ganzen Kirche. Das war meine Lehre. Ich war auch ein frecher Sieg, ich war auch daneben. Meine Lehrer haben es natürlich nicht gegeben, mir ist Opfer und Malz verloren, verständlicherweise.
Danke, Peter Schild, du mit der Durst. Ist ein guter Mann. Aber das sind meine Lehrer gewesen. Und wo es dann wirklich an den Sack gegangen ist, als ich auf Nicaragua gehen, haben sämtliche Lehrer gesagt, du bist nicht im ganzen Bacher, das ist nicht dran, das ist nicht dran, das ist nicht dran, das kann man nicht, das kann man nicht, das kann man nicht. Das sind meine Lehrer gewesen, die immer gesagt haben, das kann man nicht. Und der Clou ist eben, ich hatte einen Lehrer gehabt, der hat nie gesagt, das kann man nicht. Der hat gesagt, wie bitte, das kann man nicht. Du kannst doch alles. Jetzt probier's doch mal aus. Schau, da hat es vor dir eine Pfütze. Und jetzt kommst du mal in die Pfütze und dann suchst du mal eine Runde ab. Und dann tust du halt einfach mal den ausbreiten, tust du mal ein bisschen schwimmen, weißt du? Und ich bin dann da. Und ich suche nicht ab in dieser Pfütze. Ich bin jetzt schon seit 4 Stunden auf dieser Pfütze rumgelaufen. Und wenn du mir absuchst, dann suche ich immer nicht ab. Und wenn ich dann rausziehe und du am Suchen bist, auch dann suche ich nicht ab. Und jetzt stand auf und jetzt ziehe ich wieder raus und jetzt laufe auf dieser Pfütze. Das war meine Ausbildung. Ich habe Leute auf der Pfütze am Versuch und nebenan einer, der sagt, jetzt laufe auf dieser Pfütze. Das war meine Lehrer, meine Ausbildung. Und dann hat der Lehrer hat noch so ein Buch geschrieben. Und er hat gesagt, schau, wenn alle sagen, du bist nicht mehr ganz Bacher. Schau mal da, weiss der König David, dem haben auch alle gesagt, er ist nicht mehr ganz Bacher. Und der Goliath ist vor die ganze Armee gestanden und hat gesagt, wir sind nicht mehr ganz Bacher. Und dann ist der David gekommen und hat gesagt, was? Wir sind nicht mehr ganz Bacher. Und der David war 9 Jahre alt und ein Schafhirt. Und der andere war ein ausgebildeter Krieg, also ein richtiger General. Und der 9-Jährige ist nur der Golfstopp vor einem Generalherr mit einer Hirtentasche. Wissen Sie warum? Weil neben dem 9-Jährigen ist nur der Golf der wahre König gestanden ist. Ein richtiger König, einer, der gesagt hat, schau jetzt, ich zeig dir jetzt, wie man das macht. Schau jetzt, du bist da am Rudern in der Pfütze, aber schau, ich suche wegen dir nicht ab. Und schau, jetzt steht da so ein General. Und jetzt zeigen wir denen mal, wie man so etwas macht. Und der David hat sich Steine genommen, die 3 Steine, und hat seine Schleudern genommen. Und der irdische General ist zu Boden. Nicht? Die Geschichte kennen wir. Und das sind auch so General von eurem Siegpreis. Nicht? Und die haben eben auch einen neben euch, der euch die Weisheit gibt. Und der gibt euch ja die Weisheit für euren Siegpreis. Und da gibt es eben auch noch Regeln, die ihr auch kennt, irgendwo, die haben sehr viel Weisheit von dem gleichen General, wo ich auch meine Weisheit beziehe. Weisheit ist Weisheit. Weisheit ist immer Weisheit. Und Weisheit kommt immer vom Gleichen. Sowohl beim Salomo als auch bei einem Cäsar. Weisheit ist Weisheit und Weisheit kommt vom Höchsten. Das ist immer so. Wenn man den Höchsten verleugnet oder hat man den Höchsten anerkennt, Weisheit ist Weisheit und Weisheit kommt vom Höchsten. Solange man die Weisheit liebt, kommt man sie über. Ob man den Höchsten liebt oder nicht, die Weisheit kommt man über, wenn man sie sucht. Der Cäsar hat die Weisheit bekommen vom Höchsten. Weil er sie gesucht hat, weil er sie geliebt hat, hat er die Weisheit bekommen. Aber der Cäsar hat mit seiner Weisheit sein irdisches Königreich gebaut und abgesichert und hat nicht eingesehen, dass er mit dem Königreich eigentlich im Höchsten dient. Und auch wieder muss loslassen, das irdische Königreich, und mit dem Loslassen im Höchsten dir überlässt. Und mit sich, und dass es eigentlich am Höchsten liegt, dass er den Cäsar die Ehre bekommt. Und nicht am Cäsar. Nicht? Der Cäsar hat seine Ehre mit der Weisheit, die er bekommt, abgesichert sein Freundeli und hat mit dem Freundeli schon Gott gedient. Auch der Cäsar. Aber er wollte eher für sich haben und konnte es nicht loslassen, das Pfründel, weil er nicht gewusst hat, dass egal ob er reich oder arm ist, der Höchste für ihn wird sorgen. Ob er ein Vögel ist auf einem Feld oder ein Blümchen auf einem Feld oder ein Cäsar. Das hat der Cäsar nicht verstanden. Und dann hat er müssen auf dem Buckel von den anderen sein Reich bauen. Nicht? Damit eben die anderen ihn nicht wieder entthront haben, das, was nicht schlimm gewesen wäre, aber weil er eben vor dem Angst gehabt hätte, müssen die anderen abdrücken. Und das ist eben euch nicht so, wir sind kein Cäsar, wir haben keine Angst davor, dass ihr eure Position würde verlieren, nicht wieso auch, ihr helft ja den Namen, das ist ja so, und da muss man vor dem keine Angst haben.
Und doch, eure Freundin haben, nicht? Ihr habt einen saftigen Lohn oder auch weniger saftig, wie auch immer. Und das ist auch richtig. Das heisst in der Bibel, du sollst den Ochsen, der da frisst, das Maul nicht verbinden. Nicht? Das ist so. Jemand, der etwas geleistet hat, hat auch ein Lohnsgut für das, natürlich. Jetzt ist es natürlich so, vom geistlichen Standpunkt her, wenn man es jetzt vom geistlichen Gesichtspunkt her wird organisieren, da gibt es geistliche Ordnungen. Die sind in dem Sinne keine Kirche, die sind ein Hilfswerk. Aber ein Hilfswerk kann man sehr wohl, oder sollte man auch sehr wohl nach geistlichen Gesichtspunkt ausrichten. Das machen wir auch mit eurer Weisheit. Aber die kennen die irdischen Regeln, aber die geistlichen Regeln, da kennt ihr euch ein bisschen aus. Das, was euer Gewissen euch sagt, das kennt ihr. Ihr hört auf euer Gewissen und gemäss Gewissen könnt ihr euch ausrichten, gemäss dieser Weisheit, die ihr bekommt. Und ich bitte bei Gott, dass du ihnen noch mehr Weisheit gibst, für sie Christ, dass du sie segnest mit Weisheit. Für das Hälfte, dass du ihnen Weisheit bist, sämtliche Journalisten, sämtliche Mitarbeiter, gib ihnen bitte Weisheit in Jesu Namen zum Führen von dem Südpreis. Gib ihnen göttliche Weisheit und göttliche Ordnungen auch und göttliche Weisheit. Hilf ihnen, dass sie nicht Fehler machen, sondern dass sie es so machen, wie man es gemäß Weisheit macht. Und dann gehört eben auch das dazu, enthalte mir nicht ein Wort, auf das ich nicht wieder dich sündige. Das ist das Gebet vom Psalm 119. Enthalte mir nicht dein Wort, auf das ich nicht wieder dich sündige. Was heisst dein Wort? Das heisst, die Spielregeln, die der Vater von der Weisheit vorgibt. Das bin nicht ich, der Vater von der Weisheit, das ist niemand von uns, aber der gibt es, der Vater von der Weisheit. Und der gibt gewisse Regeln vor. Die sind natürlich ins Gewissen geschrieben, das ist es so. Und auch, die kommt man auch über, wenn man Weisheit sucht. Aber man kann sie auch nachlesen. Wenn man eine gute Führung machen will, dann geht man die Regeln von der Weisheit, wenn man weise ist. Was ist weise? Der Anfang der Weisheit ist, suche Weisheit mit allem, was du hast. Achte sie hoch, achte sie höher als Silber und Gold, so wird sie dich herzen und wird dir eine prächtige Krone verleihen. Das steht in der Sprüche. Der vom Salomo, wo der Salomo geschrieben hat, der Salomo ist neben Jesus einer der weisesten Menschen gewesen, der je gelebt hat. Wenn man es beim Salomo lesen kann man sehr viel lernen vom Salomo. Beim Salomo kann man wahnsinnig viel lernen über die Unternehmensführung. Und, also, der Anfang der Weisheit ist, suche Weisheit mit allem, was du hast. Und das machen die auch in eurer Führung. Ihr sucht nach Weisheit, ihr überlegt, wie könnten wir unsere Firma, was könnten wir noch umsetzen, wie und was. Und das ist Suche nach Weisheit. Und was auch noch dazu gehören, geht nachlesen durch einen Salomo, was der zeigt, wie man sein Reich geführt hat, sein Königreich. Dort lesen, den Spruch über Weisheit, das wäre Weise, das wäre der Anfang von der Weisheit. Da gibt es aber noch eine zweite Regel, wo die meisten in Europa katastrophal versagen. So wird es auch zu der Weisheit gehört. Und dort steht, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Oder was, man kann es umschreiben, was ist die Furcht des Herrn? Das heisst, Ehrfurcht. Eine Führungsposition macht man in Ehrfurcht. Man kann es nennen Furcht des Herrn, man kann es nennen Ehrfurcht vor der Verantwortung. Was auch immer, aber Ehrfurcht. Also der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und dann nimmt man die Kritik ernst. Also wenn ich auf der Straße predige und dann kommt einem erzählt in so einem Seich, dann rege ich mich natürlich zuerst mal auf, nicht logisch. Und dann zu oben im Bett denke ich, das ist ein Arschloch gewesen, so ein Arschloch. Aber wo ist der wahre Kern, nicht? Also wenn der Teufel anklagt und schaut, so wie heute Morgen, was sicher auch ein Großteil vom Teufel auch war, nicht von Gott, von meinem alten Cäsar, so wie er austeilt, genauso der alte Cäsar in mir auch, und natürlich vom Teufel regiert wird, nicht? Wenn der Teufel austeilt, ist immer noch ein Kernchen Worte drin, und auf das kannst du suchen, wenn der Teufel mit dir anklagt, wo ist das Kernchen Worte gewesen? Ist irgendwo doch ein Kernchen Wahrheit drin und wo ist irgendwo doch ein Kernchen, wo stimmt, wo recht ist und wo ich muss
mich für mich rausnehmen aus dieser Kritik. Und wo sind die Fallen auf dem Weg, wo ich, stimmt, da könnte Fallen sein, dass es Bach abgeht, dass ich bei mir selber etwas muss umsetzen muss, wirklich, wo ich muss, wo ich könnte die Hand nehmen von dieser Kritik, wo natürlich ein Kabus war, natürlich nur irgendwie eine Anfeige war, aber da hat es einen wahren Kern und da stimmt, da ist etwas, was ich muss umsetzen muss, sonst kommt es eventuell einfach schief. Nicht? Und dann, ich wollte nicht, dass es schief geht, weil ich nicht nur für mein eigenes Leben Verantwortung habe, sondern als Leiter, als Hirte, auch noch für ganz viele andere Menschen. Und wenn es bei mir Bachter abgeht, das ist meine Verantwortung. Aber wenn es für meine Firma, für Zielpreis, für meine Schäflinge in der Ordnung ist und wenn meine Schäflinge unzufrieden sind, wieso verdienen wir so wenig? Wieso verdienen wir so wenig? Und wieso hat ein Sozialarbeiter Lohn nicht? Und dann sagt man, ja, wir machen Brot und Spiele, so wie der Cäsar, wir gehen Fußball spielen, damit sie zufrieden sind und nicht auf, mit dem Finger auf uns zeigen, damit wir so viel, dass wir so viel Lohn kassieren und sie nicht. Nicht, wenn er keine Brot und Spiele würde machen, dann würde sie mit dem Finger auf uns zeigen, dass er so viel Sozialarbeiter Lohn kassieren und verkaufen will. Nicht? Aber die machen Brot und Spiele und dann sind alle zufrieden. Und die haben sich darunter schicken, dass es halt so wenig Lohn gibt. Nicht? Das ist natürlich auch gut, dass man geht Fußball spielen. Es ist nicht nur Brot und Spiele, so bleiben die Leute fleissig. Und wenn sie den ganzen Tag nur da stehen und nicht einmal Süppli sagen, sondern nur da stehen, dann sind sie eben nicht fleissig. Und es ist wichtig, dass sie fleissig sind. Weil in der Bibel, beim Salomo, beim König Salomo steht, fleissige Hand macht reich, lässige Hand macht arm. Und wenn sie Sport können machen, können sie Fußball spielen. Das ist ein Training, das die Leute nicht in der Faulheit versumpfen, sondern dass sie fleissig bleiben. Da würde auch dazu gehören, am Morgen früh aufstehen. Da würde auch dazu gehören, eine Stunde auf den Knie beten am Morgen. Aber das können dir natürlich die Leute nicht mitgeben. Man kann immer nur das mitgeben, was man selber umsetzt. Wenn ihr das nicht umsetzt, ist das etwas, was ihr euren Leuten nicht mitgeben könnt. Aber wenn ihr natürlich am Morgen geht joggen, eine Stunde, dann könnt, ist das, was ihr euren Leuten mitgeben könnt. Und dann könnt ihr mit den Leuten Fußball spielen. Logisch, das ist nicht schlecht. Das ist richtig, dass ihr eure Leute zu dem anleitet, Fußball spielen oder am Morgen geht joggen, eine Stunde. Und so kommen die Leute auch viel schneller aus der Armut raus oder kommen schnell eine Stelle über, wo sie dann noch auf Surpreis nicht mehr angewiesen sind, wenn sie am Morgen eine Stunde gehen, gehen joggen. Nicht? Oder zum Beispiel in einem Fußballverein würde ein Fußball spielen regelmäßig. So gehen auch wieder die Türen auf, dass man auch eine besser bezahlte Arbeit bekommt. Das ist natürlich schon die richtige Strategie. Das ist nicht nur Schuld im Spiel. Nicht? Und doch, so doof wie jetzt meine Kritik ist, Brot und Spiele, es ist nicht ganz gelogen. Natürlich ist es gelogen. Natürlich ist Sarkasmus, ist es doof, ist es auch von meiner Seite her ein Sacken stolz. Ich bin ein stolzer Mensch, das ist Sünd, das ist böse, das weiss ich. Bitte Gott, vergib mir das und bitte dir, vergebt mir das auch. Man kann im Leben viel Fehler machen, solange wie man es einsieht. Und er kann Entschuldigung sagen, können alle ein bisschen damit umgehen und auch ich selber. Ich muss auch mich selber aushalten. Es ist auch nicht immer einfach, meine Frau muss mich aushalten, ist auch nicht immer einfach. Es ist. Entschuldigung. Ich bin der, wo ich bin. Ich wäre gerne ein anderer. Aber ich bin der, wo ich bin. Und wenn man merkt, dass man nicht der ist, wo man sollte sein, wo man gerne wäre, dann sagt man Entschuldigung. Nicht? Muss man nicht unbedingt machen, aber es ist gut, wenn man es macht. Nicht? Und eben ja. Also, jetzt mal. Nochmal, wie würden die geistlichen Prinzipien jetzt mal rein hypothetisch, theoretisch ausgesehen, wie man ein Hilfswerk gemäß geistlichen, biblischen Prinzipien wird organisieren. Also, wenn wir, schauen wir mal an, durch das, dass sie natürlich, die sind natürlich keine Kirchen in dem Sinn, die sind ein Hilfswerk, das heisst, die haben staatliche Aspekte, sowohl als auch Hirtenaspekte, jetzt sagen wir mal ganz doof, kirchliche Aspekte. Die sind ein Hilfswerk mit einem Sozialaspekt. Sozial oder Kirche, ja, ist, kann man ähnlich, sind ähnliche Sachen, nicht sind ähnlich. Das heisst, die sind darauf bedacht, etwas Gutes zu tun. Der Profit ist erstens mal zweitrangig, die wollen etwas Gutes bewirken für die Armen, mit Hilfe von Spenden, und die wollen auch für die Armen einsetzen. Wenn man jetzt das als Kirche organisieren würde, oder
auch mit einem sozialen Aspekt oder mit einem Regierungsaspekt. Ich verstehe nicht, vielleicht nicht, von was ich rede. Es, es gibt zwei Mandate von Gott oder von der Wort oder wie es immer nennen, von der Wort in der Welt. Das eine Mandat ist die Kirche, das Soziale, und das andere Mandat ist der Staat. Der Staat hat das Mandat von Gott und die Kirche hat das Mandat von Gott. Beides haben das Mandat von Gott und es sind zwei Mandate, die sich auch überschneiden können und wo beide von Gott sind. Und das eine ist das Mandat zu regieren, die Ordnung aufrechtzuerhalten und auch etwas zu einem gewissen Grad zu bestrafen, also zu erziehen mit Strafe. Und die Kirche hat das Mandat eigentlich bedingungslose Gnade gegeben oder möglichst bedingungslos und möglichst wenig zu erziehen. Und da gibt es aber auch verschiedene Mandate. Da gibt es zum Beispiel Propheten, die dann eher ein Mandat haben, zu erziehen auch oder zu warnen. Aber Leute, die eben in Leiterschaft sind, die Regierungsmandat inne haben, das ist das Mandat der Propheten, die Leute warnen, die Leute zurechtweisen oder auch denen zu helfen, in Weisheit, um zu sehen, was Gottes Pläne sind, damit die Regierung versteht, wo das es durchgeht von Gott her, was Gottes Strategie ist für ein Land oder für einen Hilfsweg oder für eben wie Zukunft, das heisst, wie der Plan von Gott Zukunft eben aussieht, was wird kommen, wo das, der Chef der Regierung muss seinen Fokus setzen in der Regierung, wo er muss daran arbeiten muss und auf was er sich muss vorbereiten als Regierung. Und was dass er vernachlässigen kann. Nicht? Und das ist das Mandat von einem Prophet. Ich bin nicht ein Prophet in dem Sinn, dass ich jetzt Visionen habe über die Zukunft von eurem Hilfswerk oder von der Schweiz. Aber ich bin, so jetzt blöd formuliert, in dem Sinne vielleicht ein prophetisches Mandat, dass ich Bescheid weiss über die Prophetien, über die Schweiz, über die Welt, über die Endzeit, was vielleicht jetzt ein rotes Tuch ist, der Begriff Endzeit. Aber ich kenne all die Prophetien, ich kann man sagen, ist Verschwörungstheorie. Aber Prophetie ist immer, eben wie gesagt, man nimmt das raus, wo doch, da ist etwas. Und da gibt es natürlich auch viele Schrottprophetien, da muss man immer ein bisschen filtern. Bei Prophetien im Internet gibt es also tausende von Prophetien, da ist wahnsinnig viel Schrott, den du nicht ernst nehmen kannst. Und aber immer auch noch ein Körnchen, wo du rausnehmen kannst. Und da gibt es Prophetien, die sagen, und Jesus hat gesagt, es werden viele falsche Propheten kommen. Jesus, bitte mach, dass ich nie ein falscher Prophet werde. Oder wenn ich falsch Prophet bin, bitte vergib mir und bitte mach, dass es nicht überbordet und dass ich meine Verantwortung wahrnehme in dem. Und nicht einfach fahrlässig wird und irgendein Seichen zapft. Und bitte hilf mir in dem. Und vergib mir das, was ich falsch gemacht habe in dem. Wo ich Menschen verletzt habe, wo ich Menschen noch mehr von dir weggetrieben habe. Mit meiner blöden Art. Und es ist eine Verantwortung. Und das ist natürlich die Aufgabe von einem Prophet. Ich bin in dem Sinne nicht ein Prophet, aber vielleicht ein bisschen ein Auftrag schon, ähnlich, ich lebe ja auch ähnlich, ich lebe in einem Wald als Obdachlosen, so wie ein Elia vielleicht nicht unbedingt so gelebt hat. Er hat eher ein Kloster gehabt, er hat Jünger gehabt, was ich zwar auch habe, also Jünger ist auch wieder so ein doofes, eigentlich nicht ein doofes Wort, aber in unserer Gesellschaft ein Wort, das mit einem roten Tuch verbunden ist. Aber ich habe natürlich, so wie ihr auch, eure Verkäufer, habe ich meine Hilfe gesagt, auch wieder Leute, die unter meinen, ja, wie soll man denn sagen, es ist doch alles doof, wo von mir lehren, und ich aber auch von denen, nicht? Und in dem Sinn bin ich auch nicht nur ein Obdachloser, nicht? Sondern jetzt im Moment auch in der Schweiz bin ich obdachlos, aber ich habe schon Leute, die hinter mir stehen, die man zusammenarbeitet mit, nicht? Von dem Sinn so wie in Elia auch, aber zum Beispiel die Hannes der Täufer, das war jetzt wirklich ein Obdachloser, der nur, wirklich nur in der Wüste mit den Bienen und den Heugümpern zusammen war. Und Bienen haben ihm den Hund gegeben und Heugümpern sind sie zu essen. Und das
Der eigentlich ist auch, wie Jesus hat gesagt, es war keiner grösser als Johannes der Täufer von denen, die vor mir gekommen sind. Aber jeder im Reich Gottes ist grösser als Johannes der Täufer, weil die alle Gott noch nicht in denen drin gewohnt hat, sondern erst nach Jesus eigentlich Gott im Mensch nachher gewohnt hat. Vorher war Gott immer um einen Mensch herum und hat nicht einkommen können. Eigentlich erst nach Jesus hat Gott in uns innen wohnen können. Das ist ein bisschen ein Geheimnis, vielleicht stimmt es auch so nicht ganz, vielleicht ist Gott, natürlich ist Gott in uns drin, sonst würden wir gar nicht leben, aber irgendwo in einer höheren Form ist Gott vielleicht nicht in uns drin. Ich komme auch nicht ganz raus, wie das genau ist, aber irgendwie ist es, muss es ja, also er sagt, Johannes der Täufer war der Grösste gewesen, von allen, die von einer Frau geboren worden sind, aber der Kleinste im Reich Gottes ist grösser als Johannes der Täufer. Was auch immer das heisst. Und ich habe es dann auch schon, wenn man dann sein Leben hat. Halleluja, meine Güte. Der ist wahrscheinlich aufgewachsen beim Zacharias und bei der Elisabeth. Wahrscheinlich ein liebes Bübli gewesen. Und irgendwann hat er gemerkt, ich habe eine ganz andere Aufgabe als dir. Also der Vater war ja Priester gewesen. Das war ja eigentlich noch eine relativ nette Aufgabe gewesen. Aber ich habe gesagt, sorry, das stimmt für mich alles nicht. Er ist abgehauen in die Wüste. Und dort hat es jetzt und er hat heute im Brot gegessen und Hunger, ich weiß nicht wie viele Jahre. Und hat einen Geissenmantel genommen und ist in die Wüste gegangen. Und dann nachher, wo der nachher predigt hat, der hat dann nachher gesagt, Schlangenblut, Otter gezüchtet, der ist natürlich verletzt gewesen, massiv. Stell dir mal vor, irgendwo völlig im Kraut von der Gesellschaft, natürlich ein Double von der Gesellschaft, die haben das Gefühl, die haben gesagt, der ist besessen, der ist ein Teufel und nicht. Die haben den nicht verstanden. Und ist natürlich, das tut weh, wenn alle sagen, du bist der Teufel, du bist besessen. Und dann als Reaktion sagt natürlich, hey, du bist ein Schlangenbrut, ein Sotregezücht. Und dann natürlich dann die Heuchler, die Pharisäer und Soldaten, die römischen gesehen, wie sie jetzt zu ihm kommen. Nachdem sie gesagt haben, du bist der Teufel, man muss Pfarrer werden, man muss Theologie studieren, man muss eine schöne Karriere, man muss sich unterordnen. Du hättest selber deinem Vater kochen, hättest auch selber Priester werden wie dein Vater. Und hättest es so machen wie dein Vater, du Teufel. Und nicht logisch, der, der nachher dir gekommen sind, gesagt, du Schlangenbrut, du otteres Gesicht. So wie ich heute Morgen natürlich bei eurem Laden ausgerufen habe, das ist genau meine Verletzung. Ich wäre gerne Fahrer geworden, ein Leben lang. Ich wäre immer gerne Missionar geworden, ein Leben lang. Ich habe nie die Chance bekommen. Ich habe immer wollen eine Ausbildung machen, so ein bisschen nach, von Anfang an, den Puff, Psychosen am Rind, ab Psyche und Spritzenarsch. Du wirst nie mehr Fahrer, du wirst nie mehr Missionar. Du bist krank, du bist krank, du bist krank und du musst es akzeptieren, dass du das Tablett dein Leben lang musst fressen, bis du im Sarg bist. Und nie mehr darfst du Fahrer werden und nie mehr Missionar werden. Natürlich kommt bei mir ein heftiges Gefühl zum Mund los, wo dann schnell mal sagt, Water bezieht der Schlangenbrot. Das sind meine Verletzungen, das ist, so ist der krumme Baum bei mir einfach krumm gewachsen, so wie es bei Johannes Täufer halt in Gottes Namen auch ein bisschen krumm gewachsen ist, oder auch bei meinem Jona, wo du mit dem Weif bist. Stell dir das mal vor, der ist auf einem Schiff, der hat doch Angst gehabt. Auf niemand verzichten. Und denen was sagen, in 40 Tagen kommt die Atombomben oben ab. Weißt du, wie der Angst gehabt? Hier bitte, ich soll mir einen Vollanschlag machen von Nineveh. Und denen was sagen, in 40 Tagen kommt die Atombomben oben ab. Die schwitzen die mir doch. Und dann ist der Volksex, hat schnell aufs nächste Schiff auf Ägypten oder was weiß ich woher, oder auf Timbuktu, auf Gran Canaria, bitte, auf das nächste Schiff. Und dann schön ein bisschen Orangensaft. Aber bitte nicht auf meine Rede sagen, dass die Atombombe runter kommt und die geben mir eine Ohrfeige. Und dann ist das nächste Bödli. Und bitte mir davon gesäckelt. Und dann ist ein Sturm gekommen, weil alle Angst haben von dieser Atombombe wieder. Weil der Junge noch selber Angst gehabt von dieser Atombombe. So ein Sturm ist da gekommen, das ganze Schiff hat Angst gehabt. Und die Wellen sind gekommen, das Schiff war am Absaufen und die Jungen haben Scheiße. Ich so eine Angst habe, dann selbst von dieser Atombombe. Jetzt verfolgt mich die Atombombe da bis ins Meer raus.
Und ich muss mir dann doch eine Bestellung aufschreiben, wie das kommt. Die Angst, wenn ich da mit dem Schlepp das ganze Schiff gesucht habe, es gibt keinen anderen Weg, als ich mir der Angst muss stellen. Ich muss mich der Angst stellen. Ja, und dann verrecke ich halt, aber hält sich das Schiff nicht aus, auf nicht ab. Ich muss mich da stellen, es geht nicht anders. Und dann war ich am Schläfen unter dem Schiff. Und dann haben alle angerufen zu ihren Götzen und Göttern. Und er gesagt, was pennst du da, Jona? Er stand auf und betet im Gott. Und der Jona hat er verbeten und hat gemerkt, ich bin der, der den ganzen Angst hat, in das Schiff hier schleppt. Das ist meine Schuld, dass ich jetzt das Schiff absuche. Wenn ich noch weiter vor dieser Angst davor sehe, dann saufen wir alle ab. Jetzt muss ich in dem Stellen, es geht nicht anders. Dann hat er gesagt, so. Und jetzt tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich bin geschuld, das ganze Schiff absäuft. Ich bin vor der Atombombe davon gesäckelt. Und jetzt müssen wir ihm Gott sei Dank ins Meer schmeißen, dass nicht das ganze Schiff absäuft. Und dann haben sie den Jona ins Meer geschossen. Und dann ist der Sturm dort still geworden. Und ich habe den Respekt bekommen. Und dann die Ehrfurcht bekommen, dass man über das Leiden braucht. Die Ehrfurcht. Und haben dann natürlich den Chef da oben, den obersten Chef da oben, im obersten Chef, vom obersten Chef, im obersten Chef, von ganz oben. Und nicht im heiligen St. Blasius und im heiligen Antonius, sondern im obersten Chef, haben sie der erwiesen. Und der Junge war da irgendwo im Meer am Schwimmen, am Sumpf, am Absaufen, und dann kommt der grosse Walfisch. Oder was immer für ein Fisch. Und verschluckt den Jona, und der Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch von dem Fisch. Aber bitte, um Himmels Willen, um Himmels Willen, bitte, ich habe so ein Heil gemacht, aber bitte schon, mach, dass ich nicht mehr sterben muss, mach, dass ich nicht mehr sterben muss. Im Bauch von einem Fisch, der weiss, wie viele Kilometer am Meeresgrund abgeschwommen ist. Also, die Jona beschützt ihn, meine Seele sank zu den Bergen runter. Ich weiss nicht, was in diesen drei Tagen und diesen Nacht abgegangen ist beim Jona. Ich möchte es nicht unbedingt wissen. Also so andere, oben strange Sachen erlebt es nicht im Bauch vom Meer, aber doch also nicht so wie der Jona, aber ich habe Dinge erlebt, wo crazy und drei Tage und drei Nächte, irgendwo weiß ich nicht was. Aber schon nicht so wie der Jona, aber ich kann ungefähr irgendwo irgendwie doch ein bisschen mit dem Jona doch irgendwo verstanden, was der und wie und warum und wieso. Und dann geht, kommt der Fisch und steigt los am Meer, am Strand, und ich kommt nochmal in den so, und jetzt, um Gottes Willen, jetzt gehst du bitte einfach auf das Ninive. Und dann sagst du, die Atombomben einfach in Gottes Namen einfach kommen, und jetzt heisst das bitte. Und dann geht der Jona auf das Ninive. Und sagt allen, dass die Atombomben kommen. Und tatsächlich, wenn ich staune und höre, der König von ihnen, der sagt, was? Da kommt der Atombombe, der König hat nicht gewusst, was für Heerscharen um sein Reich herumstrahlen. Und Mosebären würden auf den roten Knopf drücken und das Königreich auslöschen. Der König hat es gewusst, die Schäfer haben es vielleicht nicht unbedingt gewusst, aber der König hat schon gewusst, mit was das Königreich da alles zu balgen hat auf dieser Welt und was da alles verschwinden und welcher König, was weiß ich da, oder der von Persien und der von Ägypten und der von Syrien, der König hat es natürlich gewusst, und der von der Nachbarstadt, der am liebsten mit seinen Horden wird alles niederbrennen, der König hat es schon gewusst. Ups, und jetzt kommt noch einer und sagt, in 40 Tagen ist es dann so weit. Und für einen König war es vielleicht nicht so schwierig gewesen, das einzusehen. Und dann hat er nachher gesagt, so, und jetzt gehen wir alle beten, dass das, was der Ober Crazy Jona, der Schaf wird mir da sagt, dass das im Bitte um Himmels Willen aber nicht passiert. Der König hat natürlich die Schau gehabt, der hat die Sicht schon gehabt, dass das, was der Jona sagt, eben nicht ganz so einfach nur
an den Horen herbeizogen ist. Nicht? Und vielleicht eben schon noch passieren könnte. Der König, der hat eben die Schau gehabt und die Vision für die Stadt. Und weil er die Vision gehabt hat, hat er eben auch gesehen, dass die Iona nicht einfach nur ein dummer Schafhirte ist. Nicht? Und als König hätte er dann auch können sagen, so, und jetzt gehen wir alle beten. Was noch passiert ist, nicht der Iona, hockt noch irgendwo auf einem Bärchen. Und dann hat der liebe Gott ein Bäumchen wachsen lassen, dass er ein bisschen Schatten hat, weil es heisst, sie ist in der Sonne. Und dann hat der Iona verflucht, dass die Stadt untergeht. Weil der ist so verletzt gewesen, so wie Johannes der Täufer auch, hat auch verflucht. Schau jetzt, jetzt bin ich im Bauch vom Fisch gewesen, haben sie mein Meer geschossen. Und du hast gesagt, ich soll daher ein Seife zählen, nicht? Und jetzt bin ich der Lackaff, wie gesagt, in 40 Tagen kommt die Atombombe. Und schau jetzt, es geht wieder rein ins Buff und wieder gehen sie weiterhören und wieder machen sie den grössten Scheiß. Und keiner hat gehört, nicht und nichts hat sich verändert. Alle fuhren nachher im genau gleichen Schritt weiter. Alle gehen wieder ins Buff hören und jeder geht wieder in den Götzentempel und Götzen hören. Und jeder sagt wieder, ich bin der Herrgott und Sozialarbeiter und der Oberchef und der Polizeichef und du bist ein Arschloch, Iona. Und jetzt hocke ich da unter einem Baum und bin wieder ein Arschloch vorne. Und da kommt einer Weg nicht. Und ich bin wieder das Arschloch vom Dienst. Und der Iona hat sich aber gesagt, ich wäre gescheiter tot, als würde ich leben. Das habe ich immer schon zu Gott gesagt, komm, könnt die endlich mal sterben. Nicht? Dann ist schon aufgesagt zu Gott. Und dann kommt der liebe Gott sagt, also Iona, also komm. Also schau mal die Stadt an. Hey, schau mal, das sind 40 Jahre Arbeit von mir. Ich habe die Liebe gegeben in die Herzen von diesen Müttern. Die Mütter, die die Kinder geschöppelt haben, ich habe die Milch gegeben, die Brust von diesen Müttern hat gemacht, dass die Mütter gewachsen sind, dass die tolle Eltern hatten und dass die wieder tolle Eltern sind. Ich habe geschaut, dass die ganze Stadt nicht aus mir überläuft. Ich habe zu den Kühen geschaut, zu den Gräseln, zu den Bäumen, dass die Früchte haben für die ganzen Leute, zum Weizen, dass man zu essen hatte. Ich habe mir so eine Mühe gegeben für die Stadt. Und du hast dir ein bisschen Mühe gegeben und jetzt fliegst du noch, also weißt du, Iona, ich habe mir dann heftig viel mehr Mühe gegeben als du. Und ich fliege nicht über die Stadt. Ich habe die Stadt gerne, nicht so wie du fliegst. Und ich habe auch gelitten für die Stadt im Bauch vom Fisch. Und irgendwo, weiss ich nicht wo, unter den Bergen und oben im Himmel oben und irgendwo am Westwind und mit dem Ostwind wird mir so den Regen vorbeibringen. Also weisst du, Iona, und bei mir geht es ein bisschen länger, bis ich einmal verrückt werde. Und jetzt bitte, du Spaten, mit dieser Staffel Holzäpfel! Sagt Iona, Entschuldigung, lieber Gott. Ich habe einfach nur Holzäpfel. Es tut mir leid, ich muss es in Holzäpfel geben. Ich muss ja schon auch gerne die anderen Holzäpfel in dieser Staffel geben. Ich habe mir, weisst du, es tut mir schon weh, lieber Gott. Und ich verstand die halt schon nicht ganz. Ja, sorry. Sorry wegen sorry. Und dann ist der Iona noch das Bier saufen. Und Seelen kochen. Er dachte so, und jetzt gehen wir aber definitiv auf Gran Canaria in die Ferien. Und dann nach Canaria sind ins Altersheim gesteckt. Und haben die Tablette gegeben und haben versorgt in einem Sarg. Und dann ist gestorben, ist so lebt er heute noch. Ja, irgendwie so nicht. Also, so viel zu meiner Geschichte, jetzt kommen wir zu dem. Jetzt kommen wir zu dem, was ich euch mitgeben möchte. Also nochmal. Zuerst einmal. Führung. Spirituelle, geistliche Führung. Wie ist man ein geistlicher Leiter? Logisch, Vorbild. Logisch. Das sind Vorbild. Was hat Jesus, das absolute Vorbild, das grösste Vorbild, was geistliche Führerschaft und Leitung angeht, das grösste Vorbild neben Salomo, Salomo war nicht immer das Vorbild, aber Salomo hat viel Weisheit erzählt. Aber das Vorbild war ein Kind der David als der Salomo. Das Vorbild war David, der Salomo hat die Weisheit formuliert. Da kann man es lesen, aber das Vorbild immer besser beim David als beim Salomo. Aber Jesus ist ein absolutes Vorbild, aber eben Jesus ist ein gefährliches Vorbild. Jesus ist ein sehr, sehr gefährliches Vorbild, weil Jesus relativ selten das gemacht hat, was die Menschen von ihm wollen.
er hat oftmals genau das gemacht, was die Menschen genau nicht haben wollen. Und wenn man das, wenn man es so macht, dann bist du voll dort, dann bist du Arschloch. Dann wird es doch relativ oft unangenehm. Es ist oft auch schön, also wenn du Jesus als Vorbild nimmst, dann hast du oft einen Wahnsinnsapplaus, hast eine Stunde lang Applaus und eine Stunde lang bist du der Fresser und der Weisäufer und der Besessene. Und dann wieder eine Stunde lang bist du wieder der König, Hosianna, Hosianna, und eine Stunde lang bist du wieder der Weisäufer und der Fresser und der Arschloch und der Besessene. Wenn du es zum Vorbild nimmst, dann hast du ein Wechselbad der Gefühle, mal wirst du in den Himmel geschaut und applaudiert und dann wirst du wieder verrissen und zum Arschloch degradiert. Das ist ein gefährliches Vorbild, wenn man es zum Vorbild nimmt, aber man kann viel lernen. Also, geistliche Führung. Was hat Jesus gesagt über geistliche Führung? Jesus hat gesagt, wer unter euch der Erste sein will, und das ist nicht falsch, wir alle, um das geht es im Leben, zur Autorität zu kommen, alles was wir machen, für unsere Liebsten, für unsere Familie und auch, dass wir zur Autorität dazugewinnen im Leben, man macht Ausbildungen, man sucht Weisheit, um zur Autorität zu kommen, um eben auch Menschen können gross sein, um dass sie können fliegen. Das ist die Aufgabe von einem Vater, die Aufgabe von der Mutter ist das Nestchen, dass allen wohl ist, dass sie können aufwachsen in einem behüteten Nest, dass sie mit Liebe vollpumpt werden im Nestchen. Und die Aufgabe vom Vater ist, sie mit Liebe vollpumpen, dass sie mutig und stark das Leben können gehen mit Adlersflügeln. Dass sie können fliegen, dass die jungen Adler lernen fliegen, dass sie können stark sein im Leben, dass sie können fliegen. Das ist die Aufgabe vom Vater, wenn die Aufgabe von Mutter, für die Mutter ist, die Adler mit Liebe vollpumpen, dass sie keine Angst haben im Leben, dass sie können auch in schwierigen Situationen Trost finden, dass sie eine Sicherheit haben im Leben, ein Nestchen. Und die Aufgabe vom Vater ist, dass die Adler können fliegen, nicht? Und wenn man hier bei Jesus schaut, der sagt, wer unter euch der Erste sein will, das heisst, wer? Es sind keine Väter, es gibt nur einen, der Vater ist, das ist der Vater im Himmel. Jesus hat gesagt, lasst euch nicht Vater nennen, weil einen ist der Vater. Und man sollte sich nicht Padre oder Papa oder was auch immer, das ist Sünde, wenn man das sich so bezeichnet. Aber wir haben die Aufgabe, Väter zu sein, auch in einem Dienst, in einem Hilfswerk, haben wir die Aufgabe von einem Vater. Und natürlich auch von Mutter. Wenn man als Frau in so einem Dienst ist, hat man eher eine mütterliche Aufgabe. Wenn man eine Männerrolle übernimmt in einem Dienst, hat man eher eine väterliche Aufgabe. Das kann auch eine Frau machen. Also man muss in der Mann sein und kann auch als Mann eine mütterliche Aufgabe wohnen. Es ist immer beides drin enthalten. Und dann sagt Jesus, wer unter euch der Erste sein will. Zuerst haben die Jünger auf dem Weg geschritten, wer das grösser ist als der andere. Nicht haben sie da Krach gehabt, also ich mache das viel besser als du und ich bin im Fall schon noch ein bisschen besser als du und ich komme ein bisschen besser draus und so. Und dann hat Jesus gesagt, stopp. Wer von euch der Grösste will sein? Also so wie wir jetzt, du, Sürpris und ich, Simönli, so wie wir jetzt ein bisschen kehren, dann sage ich so, stopp. Wer der Erste will sein von euch? Also wer will besser draus kommen? Er soll allen ihre Diener sein. Also so wie ich jetzt probiere, euch zu dienen, so genauso wie ich euch kritisiere, also es geht mir nicht darum, der Erste zu sein, aber genauso wie ich euch kritisiere, muss ich genauso für euch da sein. Ich darf nicht auf eurem Buckel gross sein. Und es geht auch nicht darum, dass ich gross bin. Ich bin eine Flasche. Es geht darum, dass die Worte zum Zug kommt und dass die Worte gross ist und dass Gerechtigkeit und dass Weisheit und dass den Schöfchen, die ihr habt, dient ist und dass Gerechtigkeit gross wird, dass der, der ihr verdient, ihr überkommt. Und das geht's. Es geht nicht um mich, es geht nicht um euch. Es geht um Gerechtigkeit. Und dem muss ich dienen, ich darf nicht mehr dienen, was ich aber oft mache, weil der alte Cäsar nicht mehr drin steckt. Und dann muss ich suchen, euch gross machen und mich lieben, nicht? Und darum, wenn ich euch an Karren fahre, dann muss ich euch auch dienen. Und das sagt Jesus, wer der Erste will sein. Und bitte, er sagt, sucht nicht der Erste sein, sondern wer der Erste will sein, der soll suchen, alle ihre Diener sein. Also wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Diener. Ich weiß nicht, wie das noch wieder wäre.
Also seid ihr wisst, wie es die Könige machen, die Könige herrschen über ihre Untertanen. Doch so soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Diener. Nicht? Und dann zeigt natürlich der Paulus, es ist auch eine Ordnung, wer in den Krieg zieht, der soll auch Anteil haben an der Ernte. Und logisch, er sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, das Maul nicht verbinden. Das heisst, ihr als Leiter habt gerechtfertigt das Recht auf einen Anteil von der Ernte. Dass ihr euren Anteil habt, euren Lohn an dieser Ernte. Nicht? Und dann sagt Jesus, wer unter euch der Erste soll sein, will sein, der soll alle Diener sein. Aber ihr habt das Recht auf einen gerechtfertigten Lohn. Das ist nicht anders als eures guten Recht. Das ist es so. Und natürlich, die, was ihr uns verkauft, ist auch eures gutes Recht, dass die weniger Lohn haben als dir. Nicht nur, weil wir der Chef sind und sie nicht der Chef sind, sondern wir haben erstens mal mehr Verantwortung. Wir haben ein grösseres Risiko. Okay, wir sind nicht auf der Straße, wo es kalt ist, wir stehen in der ganzen wieder Kälte. Aber wenn ihr das eigentlich macht, dann leiden 40 Schäfchen. Und wenn der auf der Straße ein Eich macht, dann hat er einfach weniger Lohn. Und wenn ihr ein Eich macht, kommen von allen auf die Kappe, von den alten 40 Schäfchen, von der Presse, von der dann werden ihr in den Dreck gezogen, so wie es heute von mir. Und das tut weh. Und der Schmerz müsst ihr aushalten. Und Schäfchen müssen den Schmerz aushalten, dass sie in der Kälte entstehen. Also, ihr habt auch Anteil an dem Schmerz, den die Schäfchen in der Kälte draussen hat. Und ihr tröstet ja dann auch die Schäfchen. Und so das kommt man auch einen Lohn über. Und das ist nicht falsch und das ist nicht böse, das ist richtig so, das ist gut. Und jetzt, wenn man natürlich einen geistlichen Dienst macht, man kann es natürlich noch extremer machen. Nicht? Also, das muss man aber nicht. Also, es gibt die Geschichte vom reichen Jüngling, der zu Jesus kam und sagte, Meister, was muss ich machen, dass ich das ewige Leben habe? Also, er hat jetzt so formuliert, das ewige Leben, heute würde man sagen, du, mir fehlt es irgendwo, ich gebe so eine Mühe im Leben, und irgendetwas fehlt, was ist es denn, was mir fehlt? Irgendwo, mein Leben ist leer, es ist irgendwo, ich weiß, irgendetwas fehlt, so würde es heute formulieren. Dann zumal hat er gesagt, was ist denn, was ich muss machen, dass ich das ewige Leben habe? Irgendwie fehlt etwas in meinem Leben. Ich bin ein guter Mensch, ich mache viele gute Wege, aber irgendetwas fehlt. Und ist so Jesus gekommen, und hat gesagt, ja, was fragst du mich nach gut? Wieso sagst du mir, guter Meister? Einer ist gut, der alles gemacht hat, der alles dreht, der dir die Liebe schenkt jeden Tag, der dir Geduld schenkt, der dir die guten Ideen schenkt, der dir schon an deine Mutter Liebe geschöpfelt hat und deiner Mutter schon die Liebe geschenkt hat, dass du sie auch wieder hörst, niemand kann weitergeben, der ist gut, aber das, was gut ist in dir, das ist er, das was daneben ist, das, was mühsam ist, das bist du, das, was gut ist in dir, die Liebe, die Hoffnung, die Freude, Geduld, Sanftmut, die Barmherzigkeit, dass in einem dynamisch das ganze, der ganze Fluss, der aus dir rauskommt, in einem dynamisch die ganze Senftube oder eben Ketchup oder Mayonnaise, der aus dir rauskommt, das Mann, das Feine, das aus dir rauskommt. Das ist er. Und der, der hässig wird. Aber nicht so, aber jetzt habe ich keinen Bock. So wie es ausgeht, hast du lieber. Oder so wie ich gesagt habe, gang in die Kille. Das ist nicht der. Das bin ich. Das ist der alte Cäsar Simon. Der war am Morgen aufstehen mit einer Lackwurst. Das bin ich. Und ich muss mit einem Seil aufstehen am Morgen. Das bin ich. So viel Mühe wie mir noch geben, das ist er in mir. Wo mir das schenkt, das wird mir geschenkt. Das bin nicht ich, also es wird mir schon geschenkt, weil ich mir ja Mühe gebe. Vielleicht schon, aber es ist zuerst mal ein Geschenk, dass ich es überhaupt habe. Eine Liebe, eine Freude, eine liebe Frau oder Freundin oder eine liebe Mitarbeiter. Es ist einfach zuerst mal einfach ein Geschenk. Und das Mühsame, dass die Dornen und Tischler, die ständig drücken und machen, das bin ich selber und das ist der Nachbar, der hässig ist. Das sind nur Menschen, nicht?
so wie Jesus das formuliert. Er sagt, schau jetzt, was nimmst du mir gut? Jesus sagt nicht einmal, dass er gut ist. Er sagt, was nimmst du mir gut? Gott ist gut. Und, aber schau jetzt, wenn du willst, das Leben haben, dann halt die Gebote nicht. Also du kennst die Gebote, du weißt es doch, sei lieb mit deinem Nachbarn. Du nicht töten, du nicht stehlen, du nicht lügen, sei lieb mit deinen Eltern. Es gibt noch spannende Nachbarn, die Frau nicht aus und spannende Nachbarn, die Essen nicht aus und das Velo nicht. Und was gibt es noch? Ah ja, tu mal ein bisschen entspannen am Sonntag oder am Samstag. Dann war es der Samstag in dieser Zeit. Gehen wir mal ein bisschen entspannen. Tu nicht nur krampfen. Und das sind noch die Regeln. Ah ja, gibt es noch andere Regeln, die man heute nicht mehr so kennt. Ich bin eigentlich der, der dir die Liebe schenkt und auch will schenken und auch der Trost und Freude. Und ich bin eigentlich dein Vater, deine Mutter, dein bester Freund, deine Weisheit, deine Liebe, dein alles. Weil ich das alles bin, in Gottes Namen, ich gebe das ja, aber das bin ich. Und weil ich das alles bin, bitte gang es nicht beim Geld suchen, bitte gang es nicht in Indien suchen, beim rosa-roten Elefant mit dem Rüssel. Und bitte gang es nicht beim Pharao suchen oder beim Tor. Oder, also, ja gut, der Tor. Über den könnte man noch diskutieren oder irgendwo, was weiß ich was, im Gang bitte keine Hühnchen abschlachten, um irgendjemand gut zu stimmen da oben im Himmel, oben, sonst mach das bitte nicht. Und dann gibt es noch die anderen Regeln, bitte gang dann vor einem Holzklotz, nicht stundenlang auf die Knie und sag, lieber Holzklotz, bitte tu meine Firma und sag mir, dass noch ein bisschen mehr nötig liegen. Und gang bitte auch nicht vor dem Fünfliber auf die Knie und sag, lieber Fünfliber, gib mir noch ein bisschen mehr Aktienrendite, nicht? Und dann gang bitte nicht vor dem Bankkonto auf die Knie und vor der Rubens. Und das gehört dann halt auch zu den Regeln, die man heute etwas weniger kennt, die Regeln, die halt auch noch dazugehören, nicht Götzendienst und dass es halt eben in Gottes Namen eine die Liebe ist und der andere, der halt eben einmal ein Lichtbringer war, der Luzifer, der auch ein Engel war, der halt eben halt auch von Lügen im Himmel oben und dann halt einfach der Vater von der Liebe geworden ist. Und der ist halt der Finder ist und er findet einen Haufen gute Sachen, die sagt, ich gebe dir 80 Jahre lang das Paradies und den König auf Erden. Und ich mache es besser als Gott, Geld, ich gebe dir mehr Geld, du musst dir selber helfen und Gott hilft dir schon ein bisschen, aber er hilft dir zuerst mal selber und dann hast du Geld. Und dann hilft dir der Gott vom Geld. Und dann sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben als das Geld. Noch die Wissenschaft, noch die Sozialarbeiterschule oder irgendwie der Lehrer von der Wissenschaft, von wie man es halt der Sozialarbeiter gemäß wissenschaftlichen Studien, auch die Wissenschaft ist in dem Sinne nicht ein Gott, aber ein falscher Prophet. Wissenschaft ist nochmal ein anderes Thema, warum die Wissenschaft ein falscher Prophet ist. Natürlich ist die Wissenschaft ein Repräsentant von der Worte, auch ein wahrer Prophet. Wissenschaft ist beides. Sie ist ein echter Prophet und ein falscher Prophet. Wenn sie der Worte dient, Wissenschaft, und der Liebe, ist sie ein wahrer Prophet. Wissenschaft, natürlich, Amen. Wenn sie im Hass und in der Zerstörung dient, Atombomben, Krieg, Maschinengewehr, das ist Wissenschaft, aber dann ist sie ein falscher Prophet. In der Wissenschaft gibt es beides. Und, was haben wir gesagt? Eben, die Regeln. Wer unter euch der Erste soll sein, will sein, dann soll er alle Diener sein. Und da geht es dann eben auch natürlich um Finanzen. Und um finanzielle Gerechtigkeit. Und weil die Vorbilder sind, wenn ihr wollt, gute Vorbilder sein, dann wäre es gut, wenn ihr in puncto Finanzen Vorbilder sind. Was aber jetzt nicht heisst, dass ihr keine Vorbilder sind in puncto Finanzen. Ihr habt einen grösseren Lohnsgut als die, die auf der Straße verkaufen. Da, in dem Punkt, dürft ihr das machen, was ihr seid. Und ihr seid Vorbilder. Weil ihr in puncto Autorität Vorbilder sind und so auch einen grösseren Lohnsgut habt. Aber Gott hat gesagt, oder die Weisheit oder das Wort, ehre Gott mit den Erstlingen all deines Einkommens. Und wenn Jesus sagt, wenn du unter euch der Erste sein will, dann sei eure aller Diener. Und in dem Punkt sollte man, wenn man es jetzt geistlich umsetzen würde, nicht nur das Hilfswerk,
wäre gut, wenn man in dem Punkt ein Vorbild ist. Was heisst das? Ehre Gott und den Bürstling all deines Eigens. Das ist ich, nur unter Hochspannung und mit riesen Dampfkessel in meinem Herz, dir am Kopf geklatscht haben, im Büro, Gammel, Kehle und Zahl der Zähne. Und dann habe ich mir die Bilderstelle dazu am Kopf geknallt, so dass du natürlich das nie im Leben kannst annehmen und es dir auch Angst machen, wenn du Angst hast, dann säckelst du erst recht davon und machst erst recht nicht das, was eigentlich meine Idee gewesen wäre, dass man das könnte machen, das muss man nicht machen. Es ist alles freiwillig, auch bei Gott ist alles freiwillig, was man umsetzt und was man nicht umsetzt, das ist alles freiwillig. Man ist im Leben immer der, der selber entscheidet. Gott entscheidet nie für uns, ob man Christ ist, ob man gläubig ist oder ob man Satanist ist oder ob man Atheist ist oder Buddhist oder Moslem. Gott trifft nie deine Entscheidungen. Du hast immer einen freien Willen und entscheidest über dein Leben. Aber natürlich, man hat Gott immer, ob man Atheist ist oder Buddhist oder Satanist, Gott ist immer als Ratgeber an einem seiner Seite, die Weisheit. Die hat man immer als Ratgeber und man hat immer die freie Entscheidung, setze ich jetzt das um, wo die Weisheit sagt, oder probiere ich zuerst mal einen anderen Weg und wenn ich dann umkehre und es dann ein bisschen weh tut, ja, dann setze ich es vielleicht um. Nicht? Und so läuft es ja dann oft auch, die Weisheit kommt und sagt, hey, probier es mal so und so und du sagst, geht es eigentlich noch? Sicher nicht. Und dann macht man weiter und auf dem Weg tut natürlich die Weisheit einen vorne und sagt, schau jetzt, so und so habe ich das gesagt und jetzt hast du es probiert, das machen wir, probieren wir den Weg. Okay, machen wir, du sagst so und so, also gut, gehen wir den Weg. Und schau jetzt, jetzt ist es so und so rausgekommen. Und jetzt hast du doch gesehen, jetzt ist es so und so rausgekommen. Und jetzt gehen wir mal an den Punkt zurück und wie du gesagt hast, der und der. Und jetzt schau es nochmal an. Und jetzt probieren wir nochmal, jetzt stehen wir nochmal auf. Und jetzt gehen wir nochmal zusammen und jetzt probieren wir es nochmal so, wie ich von Anfang an gesagt habe. Wie gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Coach. Nicht? Und die sagt also gut, geh deinen Weg. Oder besser gesagt, zusammen. Nicht? Und die Weisheit drückt sie ihren Weg nicht durch, sondern sie kommt immer mit, auf deinen Weg. Die Weisheit kommt immer mit und sagt, ja, okay, jetzt haben wir es so gemacht, wie du gesagt hast. Nimm, schau jetzt. Und jetzt ist das und das. Und jetzt schau. Und jetzt hat sich ein bisschen wehtun, bist ein bisschen umgekehrt, jetzt tust du dich abputzen, Staub abputzen, stehst du drauf und jetzt schau es nochmal an, wie wollen wir es jetzt nochmal, wie wollen wir jetzt zusammen nochmal weitergehen, nicht? So ist die Weisheit. Und eben, im Punkt der Finanzen ist für die Weisheit und auch für Gott ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ist, viele Leute wissen das nicht, dass Finanzen für Gott ein wichtiges Thema sind. Warum das? Weil Finanzen sehr viel mit Autorität zu tun haben. Und warum haben Finanzen mit Autorität zu tun? Weil es Schaffen und Beten etwas sehr, sehr Ähnliches ist. Beten ist etwas, ist eigentlich, Schaffen ist eigentlich auch Beten. Während dem Schaffen bist du immer etwas am Bewegen im Herzen und du schaffst immer auf ein Ziel her. Und das Ziel ist ja nicht nur das, was du schaffst, sondern das Ziel ist eigentlich die Versorgung von deinen Liebsten, dass alle zu essen haben, dass alle Finanzen haben und mit diesen Finanzen eben versorgt sind, Sicherheit haben, Weisheit können kaufen, Ausbildungen, zu essen können kaufen, im Leben können vorwärts kommen. Das bewegt man beim Schaffen, dass die Firma gesegnet ist, dass man Arbeitsplätze hat und. Die Sachen bewegt man beim Schaffen, dass das Projekt fertig wird, dass das Heftchen fertig wird, dass die Kundschaft etwas essen kann. Das sind Sachen, die man während dem Schaffen bewegt und das ist nicht anders, es ist nicht in dem Sinne ein Beten mit dem Müll, aber mit dem Herzen ist man Sachen bewegen und das ist mit dem Herzen Beten, das ist genau das gleiche wie Beten. Und beim Beten schwätzt man einfach nur, was aber nicht immer so wichtig ist. Man kann einfach zwei Stunden also man kann gar nicht schwätzen, nur im Herzen etwas bewegen. Und das ist Beten und Beten, genauso wie Schaffen Beten ist, ist auch Beten Schaffen. Die Sachen sind verwandt. Und darum ist es auch ein Unterschied, ob man auf einem Sofa oder im Bett, im Liegen und mit einer schönen Decke dort beten, oder ob man dort eine Woche lang fasten und nicht essen und auf den Knall dort beten, genauso wie es einen Unterschied macht.
auf einer Baustelle einfach ein Staubbädchen in die Hand nimmt und ein bisschen Staubbädchen oder eben den Pickel und den Spitzhammer in die Hand nimmt und mal einen Betonboden mal aufspritzt. Also, ob man einfach mit dem Staubbädchen ein bisschen über den Betonboden fährt. Genauso ist es auch ein Unterschied, ob man einfach nur in einem Bett ein bisschen Ruhe hat, dann das und das, oder eben auf den Knollen und dann noch eine Woche fastet. Das ist ein Unterschied, ob man einen Staubbädchen auf der Baustelle in die Hand nimmt. Oder einen Spitzhammer. Nicht genauso wie beim Arbeiten, dass einen Unterschied macht, gibt es eigentlich Gebetssachen, die einen Unterschied ausmachen. Weil Beten und Arbeiten verwandt sind. Also, nochmal, der Punkt der Finanzen. Und darum will in den Finanzen immer viel Arbeit und eben auch Gebet drinstecken. Haben Finanzen auch viel mit Autorität zu tun? Und weil Finanzen mit Autorität zu tun haben, wenn man Autorität will, ist es wichtig, dass man mit Finanzen so umgeht, dass man Autorität gewinnt damit. Also Jesus formuliert es so, er sagt, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das Eure geben oder wer wird euch geben, was euer ist? Also ist klar, mit dem Geiz sollte man nicht lügen, man sollte Menschen nicht abzocken und betrügen. Also abzocken ist nochmal grausam, aber ganz sicher nicht lügen. Das heisst, man macht einen Arbeitsvertrag und dann hält man sich an den Vertrag. Und das, was man abgemacht hat, an das hält man sich. Und man gibt den Lohn, den man abgemacht hat. Das ist logisch. Das ist mal das eine. Das, was man abgemacht hat, wenn man das nicht macht, als Arbeitgeber, ist logisch, dann verlierst du die Stelle oder dann verlierst du die Chefposten. Wenn du vorhast, von betrügen mit Geld gegenüber deinen Mitarbeitern, offensichtlich, und die nicht an Vertrag halten, dann bist du schnell nicht mehr Chef. Das ist, geht ganz schnell. Das ist logisch. Und dann, wenn natürlich zusätzlich nur ein Vorbild sein will, also mit Lügen, das ist nicht unbedingt ein Vorbild, das macht man noch schnell einmal nicht. Ein Vorbild sein im Punkt der Finanzen heisst, im Punkt der Finanzen, so gut wie es geht, auch nicht an die erste Stelle setzen, sondern auch da dienen sie von allen einen Punkt der Finanzen. Was aber oft nicht möglich ist, weil man natürlich, man hat eine Familie, man muss die Familie ernähren, die Familie braucht Ausbildung und man kann nicht einen Kompromiss machen, nachdem man geschafft hat und sich eingesetzt hat und dann die eigenen Kinder selbst sparen bei der Ausbildung und einem Obdachlosen doppelt so viel Lohn geben, für das der nachher saufen in der Pelz. Das ist keine Ordnung und das macht man nicht. Sondern wenn man es recht gemacht hat und ein guter Leiter ist, dann schaut man zuerst für seine Familie und nicht für den, der nachher mit dem Lohn in der Pelz versuchen. Logisch nicht. Logisch nicht. Das ist logisch. Und doch, wo kann man mit den Finanzen denn ein Vorbild sein? Wenn man doch zu seiner Familie muss schauen, dass die gesegnet sind, dass die Wohlstand haben. Wohlstand ist wichtig, ist nicht nur negativ. Die Bibel sagt nicht, dass Geld böse ist. Die Bibel sagt, Liebe zum Geld ist eine Wurzel vor allem böse. Aber das Geld selber ist Autorität. Das ist zuerst mal einfach neutral. Und dann kann man zuerst mal einfach Sagen geben oder man kann auch böse Sachen unterstützen mit Geld. Dann ist es kein Sagen. Das Geld ist neutral. Das ist nicht böse. Und auch wenn man Geld hat für die eigene Familie, das ist gut und wichtig und richtig. Und jetzt, wo kann man denn ein Vorbild sein? Und doch kommt Gott und sagt, ihr, den Herrn, mit dem Erstling all deines Einkommens. Es ist nicht falsch, ein Einkommen zu haben, aber es ist in den Augen Gottes bedenklich und auch falsch, alles von dem Einkommen nur für die eigene Familie einzusetzen. Und nur alles aufs Bankkonto bringen, im Tempel vom Mammon von Gott. Alles Geld im Mammon-Tempel bringen, alles Geld wieder im Mammon opfern, im Gott vom Geld, alles Geld zu Füßen bringen aufs Bankkonto. Das ist falsch. Aber die meisten Leute machen es so und darum ist es schwierig, das nicht so zu machen. Das ist sehr schwierig. Das Geld nicht wieder im Mammon geben. Es ist ein sehr, sehr schwieriges, weil der Mammon ein sehr, sehr starker Gott ist. Es heisst, Geld regiert die Welt. Und das ist nicht nur sonst, dass es das heisst. Der Mammon ist einer der höchsten Generale von Luzifer oder wo wir heute heißt Satan. Der Mammon ist ein sehr starker General. Und gegen den Mammon aufstehen ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Und auch etwas, was kostet. Etwas, was mit Leiden verbunden ist und mit Schmerzen. Und was sehr, sehr schwierig ist. Gegen den Mammon kämpfen,
das ist schwierig. Und in dem Punkt das Vorbild sein, das ist schwierig und nicht einfach. Und da kann man jedem verstehen, der das nicht machen will und auch nicht bereit ist zu machen, das ist jedem überlassen. Der Kampf ist nicht einfach gegen den Mann. Und jetzt aber, wie wird man es machen? Gemäß Prinzipien, wo der höchste Geist oder die Wort oder die Weisheit oder Gott vorgibt. Und da sagt Gott, ehre den Herrn mit den Erstlingen all deines Einkommens. Im Alten Testament, im Alten Bund mit Israel, was natürlich ein spezieller Bund ist, wo wir heute in dem Sinne nicht mehr dem Bund sind, wo Israel auch ganz spezielle Rollen in der Weltgeschichte hat müssen spielen, zwangsläufig, wo Gott zwangsläufig so streng hat müssen sein mit dem Volk, zwangsläufig, wo man heute nie mehr so streng ist mit uns, weil die auch einen weltweiten Auftrag haben als Volk, um die Botschaft vom Messias, von dem König in die ganze Welt zu tragen. Und darum hat Gott zwangsläufig mit dem Volk müssen sehr, sehr streng sein, weil sonst alles der Bach der abgegangen wäre und die einen Auftrag haben für die ganze Welt. Und darum eben der Auftrag so streng hat müssen genommen werden. Und darum Gott so penibel streng war mit denen, was er mit uns nicht ist. Aber im Alten Testament haben die Israeliten, wo sie noch keinen König hatten, oder auch nachher, hat man die Stornung von Gott, dass jeden Israelit 10% von seinem Einkommen dem Stamm, wo die Regierung und das Priestertum, das ist sowohl als auch, das sind sowohl Priester als auch Beamte von der Regierung, die Leviten. Der Stamm ist gleichzeitig die Regierung und gleichzeitig das Priestertum von dieser Nation, von dem Volk. Und denen hat man 10% vom Einkommen gegeben, also Steuern, nicht 10%. Und zwar jeder, die Armen haben 10% gegeben und die Reichen haben auch 10% gegeben. Und das darum, man hat nicht die Armen weniger Steuern gezahlt, weil ja der Staat von jedem hat die gleiche Autorität bekommen. Das heisst, der Staat soll auch allen gehören. Der Staat, weil er von allen die gleiche Autorität bekommt, muss er auch für alle die gleiche Autorität ausüben. Das heisst, der Arme hat die gleiche Rechte vom Staat, genauso wie der Reiche die gleiche Rechte hat. Und der Arme ist nicht ein armes Vögel vom Staat und der Reiche ist nicht ein reicher Bund. Weil der Arme genauso 10% im Staat zahlt, genauso wie der Reiche 10% gibt und nicht mehr. Und darum hat der Reiche nicht mehr Recht vom Staat als der Arme, weil alle gleich viel an den Staat geben, sodass alle hoch genau die gleiche Autorität und Recht haben gegenüber dem Staat. So hat der Arme genau die gleiche Autorität und Recht gegenüber dem Reichen wie der Reiche im Armen gegenüber Autorität und Recht. Und keiner ist besser und keiner ist höher und keiner ist oben und keiner ist unten, weil alle im Staat 10% beitragen. Und das war die Idee von Gott, wieso die 10% und dann natürlich auch gleichzeitig auch die Kirche, wo auch die 10% zur Verfügung hatte, auch die 10%. Das heisst, der Staat hat die Hälfte bekommen und die Kirche hat die Hälfte bekommen. So wie Jesus gesagt hat, gern dem Cäsar, was dem Cäsar gehört und gern Gott, was Gottes gehört. Nicht? Das ist eigentlich die Idee, dass sowohl die staatliche Autorität, der, der verordnet wird, die Polizei und alles organisiert, die Regierung, die geht es durch mit unserem Land, dass die die Hälfte bekommen. Und auch die geistliche Autorität, die vielleicht immer erzieherisch ist, die die Weisheit probiert zu vermitteln, die probiert, dass es eben nicht nötig ist, dass die Polizei sie einsperren muss, sondern dass die Leute eben Weisheit und sagen, ich glaube, ich mache das nicht, ich glaube, ich spiele da noch das Brötchen nicht, sondern vielleicht gehe ich in die Kirche beten und frage den Pfarrer, ob er mir das Brötchen gibt. Nicht? Dass eben das vielleicht der Auftrag von der Kirche wäre oder ist. Und das beide halbe eben kommen, sowohl von der Gebet, von der Autorität und man das dann eben Geld nimmt. Nicht? Und das halbe ist zwischen Staat und Kirche. Das war die Idee von Gott oder von der Weisheit oder von der Wahrheit. Nicht? Und so gesehen, was machen wir heute in der Schweiz? Die meisten, man gibt dem Staat, ich weiß nicht, wie hoch der Steuersatz ist in Basel, zwischen relativ gar nicht, wenn man arm ist, nicht, gibt man relativ gar nicht dem Staat. Wenn man reich ist, gibt man wahrscheinlich bis zu 30% dem Staat, nicht vom Einkommen. Und dann zahlt man noch Kirchensteuer, das heisst, Kirche kommt, das sind glaube ich 8% von der Steuern. Das heisst, die Armen, wenn die einen Steuersatz haben von 2%, geben sie der Kirche vermutlich 0,2%.
Und die Reichen geben den Kirchen 30%, 8%, das wäre ja so um die 4% vom Einkommen. Und auch da wieder ist das Problem, so gehört die Kirche den Reichen und nicht den Armen. Wenn bei der Kirche ein Steuersatz ist, der variabel ist, dann gehört die Kirche den Reichen und nicht den Armen. Dann haben die Reichen in der Kirche mehr Autorität als die Armen. Wenn aber die Armen 10% haben und die Reichen 10% oder 5%, wenn man so will, nicht 5% im Staat und 5% der Kirche, wenn es so wäre, wenn die Armen der Kirche 5% würden geben und die Reichen der Kirche auch nur 5% geben, dann nicht mehr, also nicht nur da Milliarden spenden, was weiß ich, sondern auch nur 5%, dann haben alle die gleiche Autorität in dieser Kirche und die Kirche gehört dann allen. Und der Staat gehört allen und niemand hat mehr zu sagen, der Reiche nicht und der Arme hat auch nicht mehr zu sagen. Alle haben gleich viel mitzureden im Staat und auch in der Kirche. Und wenn natürlich die Kirche ein Zehntel bekommt von dem, was der Staat bekommt, das heisst, alle Gebete der Leute zum Staat wandern und die Gebete der Leute, die zu der Kirche wandern, sind ein Zehntel, dann kommt der Staat alle Gebete über und die Kirche kommt ein Zehntel von dem Segen und von dem Gebet über. Das heisst, die Kirche verstaubt. Und was macht man noch? In der Kirche macht man noch das, was der Staat will. Der Staat regiert noch die Kirche. Das heisst, die Ausbildung von der Kirche ist noch staatlich. Auf Deutsch gesagt, Philosophie nicht. Was die Kirche noch macht, ist Philosophie und Kunst. Dann macht man Oper in der Kirche und Ausbildung ist eine philosophische Ausbildung, eine wissenschaftliche Ausbildung, die mit dem Auftrag der Kirche nichts zu tun hat, sondern mit dem Auftrag vom Staat. Der Staat macht Kunst und Theater und Veranstaltungen, dass die Leute ein bisschen schön haben und dass man es ein bisschen lustig hat und dass man ein bisschen die Sorgen vergisst. Der Staat macht Brot und Spiele nicht. Für das braucht es eine philosophische Ausbildung ist eigentlich nicht das, wo die Kirche eigentlich einen Auftrag hat. Und dann macht man auch keine soziale Werke in der Kirche, sondern die überlegt man dann auch alle im Staat irgendwelchen Hilfswerk. Am Schluss macht alles der Staat. Am Schluss macht der Staat Hilfswerk, wo eigentlich der Auftrag der Kirche ist. Am Schluss macht der Staat Stiftungen, eine Christoph-Merian-Stiftung, die von den Teufeln, von den Freimaurern finanziert werden, wo auch der Auftrag von der Kirche ist, weil die Kirche nicht überkommt, keine Gebete, keine Finanzen. Mit den Finanzen haben sie Gebetsautorität, Kraft vom Volk. Und der Staat alles überkommt, sodass der Staat alles muss machen. Und dann gibt es eine Christoph-Merian-Stiftung, die freimaurerisch finanziert wird, nicht? Weil die Reichen den Staat finanzieren, also finanzieren auch die Reichen die Wohltätigkeit, also ist die Wohltätigkeit freimaurerisch. Und nachher kommt der Freimaurer noch das Geldgut und Gebetsgut von den Armen und nicht der Kirche. Genau das, was ihr in einem Artikel sagt. Der Pakt mit dem Teufel. Nicht? Das ist das, was passiert, wenn der Staat alles Geld bekommt und die Kirche nicht. Dann sind die Staatskirche sind, Freimaurer, das ist die Kirche von den Regierungsbeamten, die Satanisten, die freimaurerische Satanismus, das ist die Religion von denen. Dann kommen die Autorität über die Wohltätigkeit und dann müssen eben die nachher, aufgrund vom Auftrag vom Volk, was Geld gibt, müssen die nachher den obdachlosen Boden herstellen, die Satanisten. Aufgrund von dem, dass alles Geld im Staat in den Arsch geschoben wird und der Kirche nicht. Weil sie die Autorität und Kraft vom Volk nicht bekommt, kann sie den Auftrag nicht wahrnehmen, den sie eigentlich hat. Und dann muss der Staat und im Staat seine Kirche Freimaurer müssen den Auftrag wahrnehmen. Und dann gibt es einen satanistischen Auftrag. Und dann sagen wir nachher, der Pakt mit dem Teufel. Nicht, obwohl eures Geld auch alles im Staat in den Arsch geht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht und vermutlich fast nichts in der Kirche, sodass die Kirche den Auftrag niemals wahrnehmen kann und die teuflische Kirche vom Staat den Auftrag muss wahrnehmen. Und das ist das Problem. Und da sind wir vermutlich, ich weiß es nicht, ich kenne eure Steuerrechnung nicht, ich kenne eure Finanzen nicht, ich vermute jetzt mal absolut kein Vorbild. Und dann sind es eure Schöfe natürlich auch nicht. Was passiert, wenn eure Schäufe in dem Punkt kein Vorbild sind, in dem Punkt der Finanzen?
Dann tut jeder von einem Schäfli, die haben natürlich fast keinen Lohn. Ein bisschen Lohn, das sie haben, nehmen sie alles für sich. Und dann tun auch eure Schäfli die Finanzen nicht weiter spenden. Die machen das vielleicht schon, die haben sicher ein gutes Herz, die geben sicher ihren Teil von Spenden. Aber nicht in dem Sinn mit einer Ordnung. Sie machen es auf freiwilliger Basis ziemlich sicher, die ganzen Verkäufer, die sind sicher grosszügig. Aber wenn dann wirklich der Lohn aus dem eigenen Sack, wo du wirklich 4-8 Stunden auf der Straße gestanden bist, nehmen an, die machen das. Aber ihr solltet in dem auch ein Vorbild sein. Und zwar, wie ist man in dem ein Vorbild? Mit dem, dass man spendet. Schau jetzt nochmal zusammengefasst. Es gibt den Cäsar und es gibt die Basileia auf Griechisch. Es gibt den Basilisk und es gibt Basileia. Und in unserer westlichen Welt, wo eben der Cäsar die ganze Autorität überkommt, wenn man Spenden spendet, was macht man? Man spendet gerade nochmal den Cäsar. Ja, wir müssen das Klima retten, wir dürfen den WWF spenden, wir dürfen den Klimaschutz spenden. Auch das sind wieder Institutionen vom Cäsar, weil der Cäsar die Aufgabe, die eigentlich Basileia hat, muss übernehmen in Form von WWF, in Form von Klimaschutz, in Form von Umweltschutz, in Form von Sozialarbeit, in Form von sozialen Institutionen. Das sind alles Institutionen vom Cäsar, weil der Cäsar vom Volk Geld bekommt, das eigentlich nicht dem Cäsar gehört, sondern in der Basileia. Und Basileia, weil sie die Autorität vom Volk nicht bekommt, die Aufgaben nicht kann wohnen, und sie muss dem Cäsar überlassen. Und was machen die Leute? Die, die beim Cäsar angestellt sind, als eben für die Aufgaben, die eigentlich die Aufgaben sind von der Basileia, aber der Cäsar muss die Aufgaben übernehmen. Und jetzt ist man beim Cäsar angestellt und das Geld, und ich jetzt mal salopp formuliert, wo eigentlich Gott gehört oder der Basileia, wo dem Mandat gehört, fließt wieder zum Cäsar, dort, wo der Cäsar die Aufgaben von der Basileia wahrnimmt. Also in WWF, in Klimaschutz, in ja, zum Beispiel bessere Ausbildung, was Grauzonen ist, das ist sowohl die Aufgabe von der Basileia als auch vom Cäsar, Ausbildung nicht. Aber dann natürlich in weibliche Ausbildung, in Wirtschaftsförderung, was nicht die Aufgabe ist von der Basileia, sondern vom Cäsar. Und dann sieht es nachher am Schluss so aus, dass die Basel-Mission nur noch Wirtschaftsförderung macht in Afrika und überhaupt nicht die Aufgabe von der Basileia übernimmt, sondern nur noch die vom Cäsar, die Basel-Mission, nur noch im Cäsar dient und gar nicht der Basileia. Eigentlich nur noch Wirtschaftsförderung macht, das Mandat vom Cäsar, nicht von der Basileia. Und Basel-Mission, die kämpft für Frauenrecht, für Wirtschaftsförderung. Aber das Wort Gottes, die Botschaft von Gott, die ist irgendwo am Rand. Und die ist nicht mehr im Zentrum, aber die gehört ins Zentrum. Mindestens in einer Basel-Mission gehört das ins Zentrum. Das ist der Auftrag von der Basileia, die Weisheit der Menschen zu bringen. Nicht nur Wirtschaftsförderung, sondern Weisheit. Und das passiert dann eben nachher, selbst in der Basel-Mission ist so viel freimaurerisches Geld von der Sarasin und was weiß ich, dass die eigentlich, wo eigentlich eine Kirche ist, einen Auftrag, einen cäsarischen Auftrag ausführt, nachher am Schluss. Und das ist, weil die sollten Vorbild sein, die im Volk sind, niemals der Basileia ihren Anteil gibt und alle sich weigern, den Anteil zu geben und alle den Anteil alles, wo sie wissen, dass sie das schuldig sind, im Cäsar geben. Und dann haben wir am Schluss einfach ein Kaiserreich. Und der Kaiser verwaltet alle Wohltätigkeit, alle Lehre, alle Weisheit, alle Wissenschaft, wird alles vom Kaiser und auch vom Papst. Papst gehört zum Kaiser, auch das ist eine Regierung. Wird alles von denen verwaltet und die echte Basileia kommt nicht mehr über und kann nicht mehr machen. Das ist ein kleines Brösmel irgendwo am Rand der Gesellschaft. Und da ist man kein Vorbild, wenn man die Erstlings vom Einkommen alles nur im Cäsar gibt. Und da rede ich jetzt wirklich vom Cäsar. Und auch der WWF hat an der Stirn Cäsar. Auch Klimaschutz hat an der Stirn Cäsar. Und
das ist natürlich Sachen, die man nicht weiß. Und wenn man es nicht weiß, ist Gott auch nicht verrückt. Dann rechnet er das nicht an. Gott sieht Motiv. Motiv sind eigentlich wichtiger als das, was man macht. Wenn man es falsch macht, aber gute Motive hat, hat Gott eine Freude. Aber er hat noch mehr Freude, wenn man es richtig gut macht mit gutem Motiv. Und oftmals, wenn man gute Motive hat, macht man es falsch. Und oftmals, wenn man es richtig macht, hat man aber die falschen Motive. Es ist oft ein kleines Krüsimüsi. Kann man hier so genau unterscheiden, wenn jetzt einer es richtig macht, ob es der auch die richtigen Motive hat. Und wenn es einer falsch macht, hat er eben oft die richtigen Motive. Und Gott sieht das Herz und Motive. Und das ist fast noch wichtiger als das, was er eigentlich noch macht. Aber es wird nicht schlecht, wenn wir beides machen, die richtigen Motive und das Richtige machen. Das heisst, 10 oder 5%, was auch immer, vom Einkommen, die gehören der Basileia. Das heisst, den Teil, der das Mandat hat von Gott für Basileia, für Wohltätigkeit, für Nächstenliebe, für Weisheit im Volk bringen, für das Volk korrigieren, ohne dass man sie ins Gefängnis stecken muss, für das ewige Leben. Und das Mandat hat Kirche. Und da ist es wichtig, dass man dem Teil von der Gesellschaft die Kraft auch gibt, damit dieser Teil von der Gesellschaft das Mandat kann ausführen kann. Nicht sagen, die machen nur Scheiße. Und dann motzt man, dass die nur Scheiße machen und die kommen alles Geld vom Kaiser rüber. Und dann müssen sie ja nur Scheiße machen. Dann können sie nur Scheiße machen. Wenn die vom Kaiser alles Geld bekommen und von der Schäfli nicht, und wenn die Schäfli alles dem Kaiser geben, dann können die nicht anders als nur Scheiße machen. Und das ist immer so. Natürlich, in der Kirche gibt es wahnsinnig viele Heuchelei. Das ist ja so, aber wo ist sie denn bei mir, die Heuchelei? Bevor ich, also wenn ich, man darf die Kirche kritisieren, das ist richtig und das ist wichtig. Aber immer bitte auch, genauso wie man die Kirche kritisiert und die Worte den Spiegel vorhebt, immer an sich selber auch noch den Spiegel vorhebt. Und wie man eben Vorbilder sind wir alle. Sind Vorbilder, ob es passt oder nicht. Und darum das Thema mit dem Zehnten, weil Finanzen ein wichtiges Thema sind, ist auch das ein wichtiges Thema, wo in der Schweiz, sobald man das Thema anspricht, weil eben das goldige Kalb in der Schweiz eben das goldige Kalb ist. Und weil alle steinverrückt werden und hässig und grün und blau vermied, in der Schweiz, wenn man die heilige Kuh eben anspricht in der Schweiz. Ich zahle so viel Kirchensteuern, das kostet viel zu viel. Und das ist die heilige Kuh von der Schweiz, die das ganze Volk drumherum tanzt. Und darum wird man so grün und blau verwirrt. Wenn man den Spiegel vor das andere Gesicht knallt bekommt, wird man grün und blau verwirrt. Weil man ein Leben lang um die heilige Kuh tanzt ist. Und das saumässig wehtut, das müssen eingestehen. Dass man ein Leben lang um eine heilige Kuh tanzt ist und denkt, aber ich habe es doch besser gemacht. Ich bin doch Sozialarbeiter. Ich gebe den Leuten allen Arbeit. Ja, das ist so, du hast es besser gemacht, du bist Sozialarbeiter, du bist den Leuten allen Arbeit im Auftrag von Cäsar. Und das tut weh, so ein Stachel ins Herz, so Scheiße, 40, 50 Jahre lang falsch gemacht. Darf ich etwas korrigieren? Was willst du? Die sind alle für die Menschen reserviert. Amen. Amen. Ich mache genau das, was du mir jetzt vorwirfst, bin ich genau am Machen. Bitte, danke für dein Sagen. Das will ich da machen und all deinen Menschen zu gut. Genau. Kannst du gerne das, was du da machst, einfach gerne. Ich mache das, wenn ich da fertig bin. So, die Regel vom Haus ist. Ja, jetzt kommt der Beträge von Cäsar. Alle Menschen, die nicht das, hier essen, ja. Bitte an die gelben Tische bis um 2. Okay, also. Ab 2 kannst du gern wieder hier sitzen. Okay. So. So geht jetzt. Willkommen im Reich von Cäsar. Das ist das, was passiert. Der Teufel hasst Hören und Weisheit und sofort kommt er. Das darfst du nicht. So sind die Regeln. Jetzt musst du wieder. Jetzt musst du wieder. Weißt du, was interessant wird? Es muss irgendetwas gewesen sein, was ich angesprochen habe, was wichtig ist. Was interessant wäre. Gib mir Mühe, also jetzt müssen wir beten, nicht? So, Jesus. Danke vielmals, ich bitte das Blut und Gnade, dass ich jetzt einfach weiterarbeite, ohne dass der Teufel mich jetzt unterbricht, weil es jetzt eben genau wichtig wird. Jetzt, was genau wichtig wird, kommt der Teufel und marschiert auf mich. So ist er aber. Das ist aber schön blau von mir.
Das haben wir ja angesprochen, nicht so viel gefunden, aber wo grün und blau ist, von uns wieder ein Leben lang arbeiten und immer alles in C-Serie angeschrieben hat. So viel gefunden, aber sich angesprochen fühlt. Und sagt, das darfst du nicht sagen. Genau das, was passiert. Aber da müssen wir drüber stehen. Das ist so im Leben, die Wahrheit wird immer angegriffen. Aber die Wahrheit ist stärker. Zum Glück, die Wahrheit ist stärker. Und da muss man durch. Egal, also, was haben wir gesagt? Wegen dem Zehnten nochmal. Also, wenn dir, das müsst ihr nicht, du müsst nicht vor dem Prinzip, ihr dürft absolut völlig so weitermachen wie bisher, ihr müsst überhaupt nichts ändern. Aber jetzt steht die Weisheit da, das bin nicht ich, sondern das ist jetzt die biblische Weisheit von König Salomo, von Jesus und so weiter. Jetzt steht die Weisheit da und sagt, aber du sagst jetzt, der Teufel sagt jetzt Servus, nicht und Hallo, und die Weisheit würde jetzt gerne reden. Und jetzt kommt der Teufel und will die Weisheit abdrücken. Und jetzt muss ich stoppen, weil ich muss mich umgewöhnen, auch beim Cäsar. Ich mache nachher weiter, wir reden nachher noch weiter darüber. Wir machen das Video noch weiter. Weil der Cäsar steht da und sagt halt Schnurren und Kreuzigen, Kreuzigen. Jetzt muss ich schweigen, jetzt werde ich gekreuzigt und dann nachher reden wir weiter.